PSN-Codes kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt NRG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, herzlich willkommen hier zurück auf dem aktivsten YouTube-Kanal Deutschland, EU West und EU Nord und bald auch weltweit zu einem neuen Video FIFA-Style. Heute eine neue Serie von den All-in-FIFA-Jungs aus Berlin. Stein hat letzte Woche mit dem aufgenommen. Ich begrüße euch recht herzlich. Ist das nicht toll, wenn man schon mal nur einmal die Woche ein Video sieht, dass ihr dann dabei seid? Unglaublich. Das ist der Wahnsinn, Digga. Einen wunderschönen. Danke für die Einladung hier auf deinem Channel und ja, schön, dass wir die Serie mit dir machen können. Freut uns ich auf jeden Fall. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Wir auch, besonders. Wir haben nämlich gerade eben schon eine Folge bei den Jungs aufgenommen. Link ist natürlich in der Beschreibung, Jungs. Schaut da auf jeden Fall rein. Es lohnt sich. Die Jungs machen geilen FIFA-Content. Der Claudio, der hat mir auch schon letztens beim Umzug geholfen, weil die Jungs sind ja auch aus Berlin, als ich von Berlin weggezogen bin. Und da gab es so viel Chaos und er hat geholfen. Es war auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und ich bin immer noch im Umzugsstress und es sieht immer noch aus wie bei mir wie letztes Mal. Und ich habe heute schon 6 Stunden einen Schrank aufgebaut. Und dann gibt es heute noch die ganze Weekend League. Wir nehmen es gerade Samstag auf und heute gibt es auch Promo-Packs und heute gibt es die Pack-Check-Folge. Und die werde ich euch jetzt erstmal erklären, nachdem ihr alle einen Daumen nach oben gelassen habt und ein Abonnement und den Link in der Videobeschreibung angeklickt habt. Jetzt Sauerstoff. Ja. Zelt. Okay, so, also Freunde, im Grunde bei dieser Serie geht es darum, eine bestimmte Zahl zu erreichen und die ist heute 250. Wir haben ein paar Promo-Packs und zwar noch 5 von den 15K-Sets und 5 von den 12,5K-Sets. Ihr seht jetzt, ich habe mehr, aber man kann selbst entscheiden, wie viel man von was öffnet. Man darf auch die 7,5K-Packs öffnen. Und die Karte, die beim Pack angezeigt wird, von dem Pack, das man öffnet, zum Beispiel ein 81er, keine Ahnung, schreibt man sich auf. Die ist dann quasi deine Zahl, die du aufgeschrieben hast, so vom Aufschreiben her. Und dann öffnet man jeweils immer so viele Packs, wie man halt quasi möchte, um die 250 zu erreichen. Das heißt, jedes Pack wird addiert. Ich öffne danach noch ein Pack und habe noch einen 81er, dann habe ich 162 schon als Gesamtzahl zum Beispiel. Und kann dann entscheiden, öffne ich noch ein Pack oder öffne ich kein Pack mehr, um so nah wie möglich an die 250 ranzukommen. Das Ziel ist es, so nah wie möglich dran zu sein. Bist du drüber, hast du verkackt, bist du zu weit weg und die anderen sind näher dran, gibt es den Punkt für die. Wir spielen, wer als erstes 3 Punkte erreicht, jedes Mal muss der gezogene Spieler ins Team gepackt werden, am Ende wird discarded. Wie wird nochmal discarded? Also wenn du 3:0 mal angenommen gewinnst, dann ja, darfst du 6 Picks raushauen bei dem anderen. Wenn du einfach ganz normal ja, 3:2, 3:1 oder so gewinnst, darfst du 3 Picks raushauen. Alles klar. Also das, ich glaube, ich habe es ganz gut erklärt, oder? Ja, das war der absolute Wahnsinn. War super. Aber besser als, besser als Claudio. Das stimmt, ist auch nicht schwer, aber... Ist übrigens er hier. Wir haben Special Cards. Sollte jemand eine Special Card ziehen, kann man das wie beim Blackjack auch ein bisschen variieren, genau. Muss belohnt werden. Kann man das Rating entweder +3, -3 oder so lassen, wie man es gerade braucht, soll ja belohnt werden. Genau, aber man muss sich genau dann entscheiden, wenn das Pack aufgeht. Entweder rechnest du 3 dazu, 3 ab oder du lässt es so stehen. Also es ist quasi wie Blackjack, aber ich denke mal, die meisten von euch werden jetzt nicht unbedingt die Blackjack-Profis sein hier, ne? Ich natürlich schon. Und in dem Sinne... Würde ich sagen, ja, let's go. Wollen wir starten? Ja, wir haben Bock. Wir haben Bock. Alles klar, dann öffne ich das erste Pack hier auch. In ja. 3, 2, 1. Go. Abfahrt. Ich bin gespannt. Oh, walking like I talk it. Walking like I talk it. Walking like I talk it. Oh, baby. What a great start. Achso, scheiße, ich muss euch, darf ich euch an sich gar nicht sagen, so. Nice. Möge es so weitergehen, aber bitte bei uns auch. Bei uns auch, bitte, ja. So, also wir okay, können... nächstes Pack, you ready? Yes, let's go. Let's go, Abfahrt. Puh. Das ist doch mal schön, hier wenigstens ein Glücksgefühl mal gehabt zu haben heute den Tag. Ja, ja, genau. Mhm, ist toll. Genau. Wenn wir schon keinen ziehen, wollen wir dann gleich wenigstens mal so tun, als wenn wir einen Walkout ziehen. Ja, machen wir. Das hat Benji natürlich jetzt nicht gehört. Fürs Gefühl. Das dritte Pack, ja. Let's go. Wollt ihr überhaupt noch eins öffnen bei eurem Pack? Ja, ja, wir also geht, okay. Geht sogar schon auf. Ja, Packlack ist nämlich da. Oh, oh mein Gott. Walkout. Oh mein Gott, ich habe Messi gezogen. Messi.
Okay. Oh Mann! Okay. Also unser Spieler weiß auch nicht so wirklich, ob er sich freuen soll oder nicht. Ich stoppe so. Also ich halte jetzt mal rein, was ich... Ja, wir halten es auch mal rein. Wir haben... Okay, also ich habe auf jeden Fall eine 2 vorne. Mhm. Das haben wir auch noch geschafft. Mit. Und dann habe ich hinten eine 5. Da sind wir drüber. Und ich habe dazwischen eine 4. Nein, das ist doch klar, Mann. Weil niemand sieht so schlechte Packs wie wir. 236. 245. Das ist so belastend, Alter. Runde 2, Freunde. Let's go. Pack wird geöffnet. Ein Locker, das wäre noch richtig toll. Ich glaube, die ist schon ganz verkrampft hier. Diese riesen Karten hier. Das zweite, oder kommt das zweite jetzt? Ja, das zweite kommt jetzt. Let's go. Abfahrt. 2-1. Komm schon, es muss ein einziger Mal. Einfach mal irgendwie. Ja, wir brauchen mal so wie Monte sagen würde, ein bisschen Druck auf den Reifen. Ja? Aber nicht. Oh. Das hört sich auch wieder sehr, sehr interessant an bei ihm, bei uns. Ah, ja, interessant auf jeden Fall für die Punkte. Ja, komm, okay, ich bin bereit. Ja? Okay. Ja. Wunderbar. Dann starten wir rein in das. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Es gibt tatsächlich mal Momente im Leben, wo man hofft, kein Walkout zu kriegen. Ja, wir sind circa genauso gut wie letzte Runde. Also, wir halten uns stabil. Wir sind besser geworden. Mit geilen Werten. Ich bin auch besser geworden. Oh. Okay, hast du denn eh schon gewonnen? 246 habe ich. Das ist nicht normal, Alter. Wir schaffen es nicht mehr, über 240 zu kommen. 239. So, Leute, das sehen wir wieder. Bei den Jungs war gerade ganz kurz technische Probleme. Haben wir alles, jeder schon mal durchgekaut. Deswegen starten wir die dritte Runde nochmal neu. Die Ausreden haben sie parat. Ich hab's geschluckt. That's what she said, sorry. wir starten jetzt immer rein. Also Runde 3 ist. Wir machen diese Runde, die dritte Runde jetzt nochmal neu. Das waren jetzt 2 Packs, die fehlen. Aber wir haben ja. Also wir starten rein. Seid ihr bereit? Ja. Wir sind bereit. Unsere Ikone ist jetzt leider weg von eben, aber gut. Wurde nicht aufgezeigt. Okay. Ach, halb so wild. Wir gehen rein. Let's go. Durch die. Vielleicht, ich hatte gerade übrigens einen 84er Neto. Echt? War an sich in Ordnung so, aber ey, dann schaffen wir auch so, ja, Kinders. Fast genau denselben, aus demselben Verein. Zweites Pack? Ja. Ja, zweites Pack. Let's go. Road to 250. Wir unterstützen. Also die Promo-Packs kannst du echt vergessen, ne? Dennoch noch nie in meinem Leben so schlechte Packs hintereinander. Okay. Bei mir ist aber gerade auch nicht viel besser. Gucken wir mal. Ich brauche jetzt auf jeden Fall was. Ich sag gar nichts. Letztes Pack. Ja. Okay, wir können. 3, 2, 1, Abfahrt. Komm bitte. Come on, bitte. Gönn doch jetzt einfach mal, bitte. Es kann doch nicht wahr sein, Alter. Nein, Alter. Alfa Romeo, Alter. Was für Assis, Alter. Okay, also ich habe vor euch eine 2 oder eine 3. Ja, wir auch. Jetzt wird spannend. Oh. Entweder ist das Ding jetzt schon wieder durch hier nach 3 Runden oder wir kriegen nochmal ein Comeback. Ich halt's mal jetzt rein. Ich habe 235. Ja! 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 236! Wir sind Weltmeister! Was? Güte, Alter! Okay, so, gut, dann gehen wir in Runde Nummer 4, ne? Runde Nummer 4. Ich fühle mich hier wie bei Schlag den Raab, wie so ein Spiel, wirklich, ne? Ich find's echt spannend jetzt. Ja, jetzt muss das Ding mal hier geholt werden, Alter. Jetzt ist bei mir das Pack-Luck weg. Okay, also Pack auf oder ist schon auf bei dir? Zuerst? Ja, ich hab's gerade aufgemacht schon. Achso, ja, wir auch. Sorry. Aber die Packs, Alter. Ey, ich hätte das Ding vorhin beenden müssen. Jetzt komm, jetzt hab ich, jetzt ist mein Backlog weg. Ist das Licht bei denen aus hier? Let's go. Komm schon. Ey, bitte, wenigstens einmal. Eine Walk out, bitte. Ich fall gleich vom Stuhl, Alter. Das ist nicht normal. Ey, diese Packs. Okay. Bereit. Ja. Komm schon, bitte, bitte, let's go. Let's go. Ist es das alles entscheidende Pack, oder? Ist es der Ausgleich oder das Ende? Oh mein Gott! Leck mir die Kochonis, Alter, wirklich! Ja, Mann! Let's
gar nichts wert. Ja, Mann! Und bitte lass uns mit dem Pack nicht verlieren, bitte. Wenn wir damit jetzt verlieren, Alter, dann ist er auch wieder... Oh mein Gott, endlich! Ja, wollen wir es einfach reinhalten? Wir haben erstmalig eine 4 hinter der 2. Alles klar, ich habe 235. Ja! Fuck! 200. Ich hab mir Allison noch gezogen, Mann. Oh, ich sammle einen 85er und nächstes Pack kommt ein 75er. Oh, das ist bitter. Oh, krass. Wir haben hinten raus, tatsächlich können wir jetzt auch kurz verraten, wir haben noch Sterling gezogen. Okay, dann seid ihr bereit? Ja, ab geht's hier in den Final Countdown. Let's go, die entscheidende Runde, Freunde. Das Event. Ja gut, es ist nicht nur eventuell, es ist auf jeden Fall entscheidend. Und jetzt könnte mal ein bisschen Packluck her. Ja, das könnte helfen. Oh, Neymar, nice. Okay, wir haben gewonnen. Mann! Hä, was denn jetzt? Kacke! Neymar, hast du gerade, hab ich das gerade richtig gehört? Nein. Ja, okay. Oh dear. Oh dear. Das ist Elkes Sohn, aha. Grüß dich. Das ist der Cousin. Ich glaube, das wird so spannend jetzt hier zum Schluss, ne? Fuck it up. Scheiß drauf, komm. No risk, no fun. Ich bin bereit. Ja, auch. Letztes Pack. Oh mein Gott. Bitte, bitte, bitte. Zahnschmerzen. Okay. Gott, ich liebe diese Serie. Nein. Das hört sich doch scheiße an. Also einfach vom schön. Spannungsfaktor und sowas her gerade. Achso, wir dachten, du hast was Gutes gezogen. Aber danke, ja, wir lieben die auch, aber... das ist sehr schrecklich. Heilige Maria. Wir... Herzlichen Glückwunsch. Meine Fresse, Alter. Ich hab 249. Was? Was? Ich hab am Ende noch von diesen anderen Packs als geöffnet und ich darf den maximalen 83er kriegen. Dann kommt ein Schlitz, im maximalen 84er. Und dann kommt ein Schlitz und dann ist es wirklich ein 83er. Aber es war ein knappes Ding. Ich darf nur eine Karte discarden, ne? Nee, trotzdem drei. Du hast ja deine drei Punkte. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. So, Leute, wir sind beim Discarden. Was ist eure beste Karte? Sterling. Sterling. Sterling, okay. Das ist das Ganze ist wie immer im 4-4-2, ne? Genau. Und ich habe drei Picks, die ich discarden darf. Und heute starte ich mal mit dem linken ZM. Ich dachte schon. Es ist Pastore. Arrivederci. Okay. Dann der linke Innenverteidiger. Ich habe nichts gehört. Ich bin der linke. Der linke? Welcher denn? Ja. Der linke was? Innenverteidiger. Achso. Achso, ich dachte, ihr habt mich verarscht. Nein, wir haben es wirklich gehört. Du bist abgebrochen. Es ist Suarez. Oh nein, Suarez. Und dann nehme ich noch den rechten Stürmer. Den Stürmer? Echt? Den rechten. Okay. Ja, Legende abstoßen, ist schwer. Ist Max Meyer tatsächlich, der linke war Sterling. Ich wollte dich schon töten, weil du sagtest, der ich linke hätte ZM. Auf der linken Seite bleiben sollen. Glück gehabt. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch das Ding heute aufzunehmen, muss ich wirklich sagen. Es war sehr, sehr uns geil. Auch, uns auch. Vielen Dank nochmal auf jeden Fall für die Option hier, dass wir das machen können. Packluck kann beim nächsten Mal gerne noch krasser sein ja, und wir wollen auf jeden Fall eine Revanche, mein Lieber. So auf jeden Fall. Nicht. Auf jeden Fall. Und dann ja, also das, Freunde, entscheidet ihr, indem ihr einfach mal die Kommentare voll basht, wie ihr das fandet. Lasst einen Daumen nach oben auf das Video da. Ich finde das Support mega geil und dieses Video meine ich. Und diese Serie. Und schaut bei den Olli Piefer Jungs vorbei, Freunde. Ganz wichtig, da ist der Link in der Beschreibung. Abonniert die Jungs, machen geilen Content, geben sich Mühe. Haben ja auch zum Beispiel diesen, wie hieß euer Pokal? Award Show. Award Show gemacht, wo ich den Preis für den geilsten Typ des Jahres gewonnen habe, Freunde, wer das nicht gesehen hat. Ne, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und in dem Sinne, danke, dass ihr am Start wart, Jungs, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir danken. Ja. Vielen, vielen Dank, Mann. Hat sehr viel Spaß. Und dann sehen wir uns eventuell bald wieder, ne? Grüße gehen raus an die Community und ja. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann, Tschüssikowski. Tschüss, ciao. Abfahrt.